Ich heiße Oksana Kurkina, ich bin eine Geflüchtete aus der Ukraine und zwar aus der Stadt Saporischschja. Ich bin eine Deutschlehrerin. Am 24. am Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, dass der Krieg beginnt. Und mein Sohn ist am 23. nach Mykolaiv gefahren. Er hat einen Wettbewerb, Basketballwettbewerb. Und sie sind wegen Bombardierung ausgewacht, also sie haben was gehört. Sie sind sofort nach Hause gefahren, aber statt 4 Stunden dauerte es mehr als 8 Stunden. Und dann haben wir mit meinem Mann eine Entscheidung getroffen und wir haben uns entschieden, ja, durch Moldawien zu fahren. Das Peinlichste ist, dass mein Mann nicht raus durfte. Und an der Grenze haben wir uns verabschiedet und ja, so war es. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, da ich Deutsch kann, ja, dann, das heißt, dass ich hier etwas machen kann. Deshalb bin ich nach Deutschland zu meinen Freunden gefahren und ich habe etwa 2 Tage in einem kleinen Bus nach Deutschland gefahren mit meinem Sohn. Der Mann ist geblieben. Ich wohne hier in Hannover. Ich wohne jetzt bei den Menschen, die sehr, sehr nett sind und sie haben mir ihre Wohnung vorgeschlagen. Ja, und ich bin jetzt im ukrainischen Verein in Niedersachsen tätig und auch beim ZAG tätig. Ich helfe bei der Beratung. So, das heißt, dass ich viel zu tun habe, aber das hilft mir, nicht über den Krieg 24/7 zu denken. Also, was mir hier in Hannover gefällt, dass das eine Stadt im Wald ist oder Wald in einer Stadt ist. Also hier ist sehr grün und ich habe solch eine Möglichkeit, nach der Arbeit am Abend mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren. Und das gefällt mir sehr. Also, das beruhigt mich. Ja. Vielleicht, vermutlich kann Niedersachsen als Zuhause sein oder könnte sein, ja. Aber was mich persönlich betrifft, ist es schwer zu sagen, weil die Situation so unstabil ist und vorgestern wurde es bei den Nachrichten, dass unser Kriegsstand noch für 90 Tage erweitert ist. Das heißt, bis 23. August weiß ich nicht, ja, was weiter wird. Also jetzt würde ich sagen, dass ich hier mich wohlfühle und ruhig fühle. Das ist sehr wichtig. Mir scheint, es gibt die Städte, die dir nicht passen, ja, und in denen du also nicht gut fühlst, nicht ruhig fühlst. Über Hannover kann ich das nicht sagen. Mir gefällt hier, kann ich so sagen. Sonst möchte ich mich bedanken, dass die Deutschen so nett sind, echt nett und sie helfen bei allen Fragen, ja, wenn du irgendwelche Probleme hast, sie sagen, sag bitte Bescheid, wir helfen. Von einer Seite ist es peinlich, ja, weil du in so einer Situation bist und du weinst immer. Ich habe 2 Monate einfach geweint. Jetzt weine ich aber nicht so oft, ja, also wenn ich Nachrichten lese und sowas. Aber ja, ich bin sehr dankbar, dass ich auf meinem Weg solche Menschen getroffen habe. Ich möchte auch ukrainischen Verein bedanken, weil also ich bin am Freitag gekommen, ja, und am Sonntag bin ich in den ukrainischen Verein gekommen und habe gesagt, okay, ich kann Deutsch. Ich möchte was machen, sonst werde ich nur Nachrichten lesen und weinen und ich habe Arbeit, ich
kommuniziere mit den Leuten. Ich führe, ich unterrichte auch Deutsch bei den Sprachkursen. Ich helfe den Ukrainer, ja, Deutsch zu lernen. Und bei dieser Arbeit fühle ich mich sehr wohl, weil das ist das, was ich am besten machen kann.